Der Bundesgesundheitsminister ist bei uns. Vielen Dank dafür und guten Abend, Karl Lauterbach. Guten Abend, Herr Sievers. Was sagen Sie denn diesen Betroffenen? Zunächst einmal, diese Schicksale sind absolut bestürzend und jedes einzelne Schicksal ist eins zu viel. Und die Menschen tun mir ehrlich gesagt auch sehr leid. Das sind schwerste Einschränkungen und davon wird auch einiges permanent sein. Von daher ist das schwierig. Was wir als Staat machen, ist, die Krankenkassen übernehmen halt die Behandlungskosten und also die Länder bezahlen, wenn die Versorgung notwendig ist, die Versorgungskosten. Aber tatsächlich haben wir auf beiden Seiten Probleme, weil die Medikamente für eine Behandlung, die haben wir noch nicht. An denen wird fieberhaft geforscht und die Versorgungsansprüche, die sind oft sehr eng geschnürt. Von daher verstehe ich tatsächlich die Menschen, die also sich hier beklagen. Jetzt tun Sie so ein bisschen so auch, als ob eigentlich alles geregelt wäre. Aber wenn man mit diesen Menschen redet, hört man genau das Gegenteil. Ein Jahr kämpfen, immer wieder abgewiesen werden. Viele Stellen, die einem keinen Glauben schenken, manchmal sogar überhaupt nicht mal eine Antwort bekommen. Und dann Spießrutenlauf bis zur Anerkennung als Impfschaden und am Ende eine kleine Summe. Das kann es doch nicht sein, was der Staat aktuell diesen Menschen bietet, oder? Auf keinen Fall. Und ich will auch nicht diesen Eindruck erwecken, denn das ist nicht der, also das ist nicht, wie ich die Dinge sehe. Es muss also hier zu einem schnelleren Anerkennen dieser Verfahren, dieser also Impfschäden kommen. Und wir bekommen ja jetzt auch langsam ein klareres Bild. Man muss allerdings auch darauf hinweisen, nur dass kein falscher Eindruck hier hängen bleibt. Schwere Impfschäden sind auf der Grundlage der Daten des Paul-Ehrlich-Institutes oder der Europäischen Zulassungsbehörde in der Größenordnung von weniger als 1 zu 10.000 Impfungen. Somit ist es nicht so, dass das so häufig ist. Aber weil die Bilder also der Krankheit sich jetzt immer klarer abzeichnen, müsste es in Zukunft auch möglich sein, diejenigen, die betroffen sind, schneller zu identifizieren, sodass auch schneller geholfen werden kann. Warum haben Sie, Herr Lauterbach, im Sommer 2021 noch behauptet, dass die Impfung nebenwirkungsfrei sei? Naja, das war eine Übertreibung, also die ich da einmal in einem missglückten Tweet gemacht habe. Aber es war ja nicht grundsätzlich meine Haltung. Ich hatte ja sehr, sehr häufig vorher auch schon zu den Nebenwirkungen der Impfungen Stellung genommen. Ja, ich habe zum Beispiel sehr Sie haben aber auch häufig danach noch gesagt, es gebe kaum oder praktisch gar keine, halt mehr oder weniger nebenwirkungsfrei, haben Sie danach in einer Fernsehsendung von Anne Will noch mal gesagt. Also Sie haben schon immer diesen Eindruck erweckt, dass das Thema Nebenwirkungen eigentlich gar kein Thema ist. Na, das ist nicht richtig. Also ich habe es ja eben gesagt, also die Zahlen waren mir ja all die Zeit bekannt. Die sind auch relativ stabil geblieben. Diese Impfstoffe sind ja weltweit eingesetzt worden. 1 zu 10.000. Da kann man jetzt sagen, das ist viel. Und man kann sagen, es ist nicht so viel. Aber es ist ja tatsächlich eine Impfung, die vor sehr schwerer Krankheit schützt. Und übrigens sehr häufig dann auch das Long-Covid-Risiko also senkt. Das hat ja Ähnlichkeit mit dem, was wir hier gesehen haben, mit dem Post-Fac-Syndrom. Somit also die Impfungen, der Nutzen überwiegt, aber es ist richtig, 1 zu 10.000, das ist die Häufigkeit von schweren Nebenwirkungen. Jetzt stehen die ersten Klagen an, gegen BioNTech, auch gegen andere Impfstoffhersteller. Was glauben Sie, wie die ausgehen werden? Ich kann nicht spekulieren, das ist nicht meine Aufgabe. Als Minister muss ich also da vorsichtig sein. Richtig ist, dass also im Rahmen dieser EU-Verträge damals die Unternehmen weitestgehend aus der Haftung befreit worden sind und dass daher die Haftung also beim deutschen Staat liegt, also quasi wie eben beschrieben bei den Ländern, aber Krankenkassen. Was das Allerwichtigste ist, nach vorne blickend ist, wir brauchen eine Behandlung und ich werde also mit dem Bundesgesundheitsministerium werde ich ein Programm auflegen, wo wir also die Folgen von Long-Covid und also das wären dann auch Post-Vac wäre dann mit betroffen, wo wir dies also untersuchen und auch die Versorgung verbessern. Das ist ein Beitrag, den wir leisten können. Wann kommt denn das ganz konkret? Fragen ja gerade diese Betroffenen, die ganze Zeit hingehalten werden. Das stimmt, aber ich verhandle mit dem Haushaltsausschuss und also es ist tatsächlich also ein Programm, was ich so schnell wie möglich auflegen möchte. Und ich bin quasi in den Haushaltsverhandlungen für dieses Geld. Es ist etwas, was wir also auch bringen müssen, wo wir in der Pflicht sind. Und das würde die Experten in diesem Bereich so vernetzen, dass die Wahrscheinlichkeit einer wirklich guten Therapie in Deutschland wachsen würde.
Jetzt haben Sie gerade diesen Haftungsausschluss selbst angesprochen. Der führt ja dazu, dass die Pharmafirmen in all diesen Gerichtsverfahren sich quasi zurücklehnen können, weil nämlich der Staat das Risiko übernommen hat. Der muss dann, also Sie, die Bundesregierung, für solche Schadensersatzforderungen, die sich möglicherweise ergeben, gerade stehen. Ist das ein gutes Gefühl, das Sie damit haben? Was heißt ein gutes Gefühl? Zunächst einmal, ich habe die Verträge damals nicht gemacht, sondern bin in diese Verträge, was mein Amt angeht, hineingewachsen. Und ich glaube, dass es der damaligen Situation geschuldet ist, dass man damals so schnell wie möglich die Impfstoffe nutzen wollte. Und da ist der Staat also in die Haftung gegangen. Vielleicht war das auch richtig, denn es ist besser, dass der Staat also haftet, als wenn mit Firmen lange dann Vergleiche oder Prozesse geführt werden müssen. Gut, wie schwierig es ist, vom Staat tatsächlich Geld zu bekommen, haben wir ja gerade gesehen. Was glauben Sie denn, wie es jetzt dann weitergeht? Meinen Sie, dass die Firmen zum Beispiel angesichts der Situation zum Beispiel in eine freiwillige Stiftung Geld einzahlen könnten? Wäre das eine Idee, wenn sie schon aus der Haftung draußen sind? Es wäre auf jeden Fall wertvoll, wenn die Firmen hier eine Beteiligung zeigen würden, denn die Gewinne sind ja exorbitant gewesen, exorbitante Gewinne. Und somit also wäre das tatsächlich mehr als eine gute Geste, sondern das könnte man erwarten. Aber Sie fragen mich, wie wird es weitergehen? Ich sage mal, das optimistische Szenario, was ich habe, ist, dass wir endlich lernen, wie wir Long-Covid und Post-Vac, wie wir das behandeln können, wie wir das hinbekommen. Mhm. Und dass man darüber hinaus die Fälle schneller anerkennen, sodass die Menschen nicht so lange darauf warten müssten, überhaupt als Post-Fac anerkannt zu werden. Ein Versprechen des Bundesgesundheitsministers. Karl Lauterbach, vielen Dank für das Gespräch heute Abend. Ich danke Ihnen.